Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Pinguin-Freunde da draußen, hier zurück zu United Penguin Kingdom. Wir sind beim letzten Mal schon zur Stadt geworden und haben deswegen jetzt neue Technologien zur Wahl, was ich ehrlich gesagt hart feiere. Also wir haben dadurch jetzt allerdings auch schon neue Aufgaben, die wir irgendwie bewältigen müssen. Und ich habe jetzt vor, unser kleines Pinguinreich hier ein klitzekleines bisschen umzubauen, wenn mir das vom Spiel so gewährt wird. Wir werden es sehen. Ich möchte das hier nochmal neu aufbauen, Leute, denn ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe da ein bisschen Mist gebaut. Wenn ich jetzt hier die Vase reinnehme, ne? Die Vase. Moment. Kann ich die Vase so reinmachen? Ich will mal gucken, ob ich die Vase so reinmachen kann. Und den Kühler? So kriege ich den Kühler noch rein? Interessant. Und wenn ich dich jetzt hier nochmal abreiße, den einfachen Kühler hier nochmal näher ran. Ja, die beschneiden sich jetzt halt einfach hier urdämlich, aber ist ja auch egal. Wenn ich jetzt hier die Vase stattdessen dann noch reinkriege, ja, dann funktioniert das System so, wie ich es gerne haben wollte. Also ich lerne noch so ein bisschen, wie ich hier diese Dinge aufbauen muss, ne? Damit müssen wir leben, dass ich halt noch lerne. Oh, übrigens, ich weiß noch gar nicht, wie man Metall herbekommt. Metall könnte irgendwann knapp werden. So, hier ist schon die erste Konstruktion jetzt hier abgeschlossen. Das ist okay. Jetzt haben wir schon 117. Ich brauche 180 für die Unterkunft. Okay. Meine lieben Pinguin-Scientists. Scientistet mal fröhlich hier weiter. Ich will auf jeden Fall hier schon mal eine Straße, dass die jetzt schon mal sich da ein bisschen schneller bewegen können. Na, also ich muss das alles hier nochmal ein bisschen umbauen. Übrigens, das hier kann man ausschalten, wenn es einen nervt. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz nett. Diese Geräusche die ganze Zeit zu bekommen. So, yay, wieder irgendwas wurde gebaut. Oh, wir haben übrigens nochmal wieder zwei Leute, die keinen Job gerade eben hatten. Na, die gehen jetzt hier wieder fischen. Die gehen wieder fischen. So, wir haben die Bildung wieder nach oben gebracht. Wir haben jetzt 22 Pinguine. Oh! Und da ist die Aufgabe abgeschlossen. Cool. Sehr, sehr cool. Also ab jetzt machen wir auch wieder Holz. Jetzt ist ja die Preisfrage. Warte mal, wie kann ich Kunststoff recyceln? Ozeanmüll? Kräutersammler, Fischerdock, Trockenfisch, Fischkutter, Eissperrturm, kann noch mehr Eissperre produzieren. Eiskanonenturm. Okay. Angriffskraft 250. Das könnte helfen gegen die ollen Orcas. Stadtknuddelzentrum. Was? Stadtknuddelzentrum. Steinhaus. Neuigkeiten im April. Hochschule. Erkundung. Handelszentrum. Transferzentrum, Solarzelle, Forschungszentrum, Café, Vogelstatue und Fight Club. Ein Fight Club. Okay, ich dachte, Pinguine sind diejenigen, die sich nie gegen ihre eigene Art wenden. Ich bin gerade eben ein wenig irritiert ob dessen. Hier sehen wir übrigens, da kommen bald wieder so eine Killer... Was heißt bald? Also es werden wieder Killerwale kommen. So, die können wir jetzt hier wieder rausnehmen. Die schicken wir dann jetzt hier wieder mal zur Bildung. Bei uns sind es einfach Kriegermönche. Unsere Pinguine sind Kriegermönche. So, okay. Zack, zack. Ah, das war wieder ärgerlich, dass das da reingeschafft hat. Wir können doch leider keine Mauern bauen oder sowas, ne? Das ist immer noch so eine Sache. So, wir haben es 165. Die Bildung steigt immer weiter. Und ich freue mich darauf, mehr Bevölkerung zu haben. Wisst ihr, ich will irgendwann mal so viel Bevölkerung haben, dass wir die auch tatsächlich mal an den Pinguinkönig schicken können. Da hast du Vasallen. Du Pinguinkönig, du. Wir haben wieder eine Quest. Jetzt soll ich das Handelszentrum freischalten. Oh, man muss das. Ich mache das mal, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich verzögere das jetzt noch mal ganz, ganz kurz um einen Monat. Denn ich will die Unterkunft jetzt hier haben. So, für das Handelszentrum müssen wir nur 100 ansammeln. Das dürften wir hinbekommen. So, die Unterkunft. Die kostet uns Schnee,
Blöcke und Müll. Ach, guck mal, die sind ein bisschen... Ah, nee, die sind nicht kompakter. Eins, zwei, drei. Also mir ist jetzt wichtig, dass ich da hinten jetzt mal coolen Wohnraum baue, ne, damit ich jetzt so nach und nach die Population von hier wegmigrieren kann. Aus dem Zentrum. Damit wir das jetzt hier mal so ein bisschen schöner hinbekommen. Ich habe am Anfang wie Kraut und Rüben gebaut. Und das kann man ernst nehmen. Also ich mache auch noch mal eine Straße hin. Ich übertreibe kein bisschen. Das ist wie so eine Allee jetzt im Grunde, oder? So ein bisschen. Oh Gott, ich glaube, ich brauche demnächst mehr Schneeblockproduzenten. Ich sehe das, ne? Also Schneeblöcke sind halt einfach der heiße Scheiß. Wisst ihr was? Wir können auch hier nochmal ein bisschen mehr Industrie an dieser Stelle hinplanen. Ich mache hier auf jeden Fall nochmal einen weiteren Schneeblock. Produzenten. Also ich denke mal, dass drei Wissenschaftszentren hier reichen werden fürs Erste. Ah, guck mal, jetzt ist die erste Bude hier fertig. Da passen bis zu 5 rein. Ich glaube, ich werde jetzt hier demnächst mal aus ihren Hütten werfen. Beginnen wir hier mal im Zentrum. Raus mit euch. Die sind hier immer noch nicht eingezogen. Die wissen nicht, was gut ist. Aber guck mal, die erhöhen ja auch hier ihre Erholungsgeschwindigkeit. Auch ihre monatlichen Zufriedenheitspunkte gehen hier hoch. Jetzt habe ich 23 von 26. Das heißt, ich kann auch das hier nochmal löschen. Jetzt habe ich 23 von 23. Ja, das wird sich jetzt hier gleich in Wohlgefallen auflösen. Und wir haben wieder einen Pop mehr. Der ist aber momentan sehr, sehr arbeitslos. Naja, der wird hier demnächst noch mal ein bisschen mehr Eiskugeln formen. So, die nächste Bude. Da sind jetzt auch 4 eingezogen. Jetzt ist nur noch einer hier. Manche von denen sind von da nach da gezogen. Das muss man nicht verstehen. Die Leute, die hier wohnen, sind halt alle komisch. Okay, warte mal. Ich lösche auch das jetzt hier noch mal ganz kurz. Dann lösche ich das hier noch mal ganz kurz. Und ich kann das hier nochmal löschen. So bekomme ich die nämlich jetzt hier alle so nach und nach hier rüber. Es ist ein bisschen komisch, dass sie jetzt hier nicht die besseren Wohnungen von alleine suchen. Ne? Das finde ich wirklich etwas seltsam. So. Okay, das ist getan. Im Grunde fällt mir aber auch gerade eben noch etwas anderes auf. Ne? Wir brauchen ja auch einen Essensstand im Grunde. Und wahrscheinlich würde es schon Sinn machen, einen Essensstand. Ernsthaft? Das passt hier nicht rein. Aber ich habe eine bessere Idee, wie wir das lösen. Wir müssen ja sowieso hier direkt daneben gleich wieder eine Energiequelle, eine Windturbine setzen. Wobei ich da nochmal dazwischen jetzt ja einen einfachen Kühler haben möchte. Genau, und dann kann ich jetzt hier nochmal eine Windturbine setzen. Dann habe ich jetzt halt hier nicht unbedingt überall Vasen. Wobei doch, wenn ich hier noch eine Vase hinmache, könnte es sein, dass es hier wieder reicht. Na, ihr seht, ich plane hier... Ja, es könnte reichen. Es könnte. Also ich mache auf jeden Fall schon mal jetzt hier diese Vase wieder weg. Dann bekomme ich den ganzen Kram hier wieder. Den Kollegen brauche ich ja auch nicht mehr wirklich. Wir halten unsere Pinguine gerade ein bisschen auf Trab. Ich möchte, dass sie das jetzt hier bauen. Den Essensstand und vor allem die Windturbine, die soll eine höhere Priorität jetzt hier bekommen, weil die ist wichtig. Ja, also sieht doch jetzt eigentlich schon ganz nett aus, so, ne? So, jetzt kommt die Quest, jetzt wollen sie es haben. Ich kann es jetzt nicht nochmal herauszögern. Also, Handelszentrum. Wir brauchen jetzt halt die 100 Forschungspunkte, aber ich denke mal, dass wir es in 3 Monaten easy hinbekommen. Da bin ich guter Dinge, ehrlich gesagt. Flup, 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 flup. Und it's done.
So, der Schneeblockformer. Dann kann ich ja direkt schon mal zwei von denen rein. Wobei, wir haben schon wieder 107. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass, also ich habe das Gefühl, dass Schneeblöcke schon sehr wichtig sind. Den Eindruck habe ich ganz klipp und klar. So, wir bekommen jetzt gleich wieder neue Pinguine, wie ich gerade eben feststelle. Das heißt, es ist Zeit, noch mehr Unterkünfte zu bauen. Sehr gut. Tut das, tut das. Was war das hier nochmal? Das war die Bibliothek, genau. Und dann werden wir den anderen hier auch noch nachher rüber verlagern, also diesen Schneeblockbauer. Aber alles zu seiner Zeit. Ach guck mal, dann kann ich nachher sogar die Straße noch rüberziehen. Okay, das gefällt mir. Da wurde die eine jetzt hier noch schnell erlegt. Ich bin echt nur überlegen, ob ich einfach vier Türme hier so im Quadrat rumstellen soll. So die Todeszone. So, wir haben übrigens die 113. Ich schalte jetzt hier mal das Handelszentrum frei. Spiel möchte ja, dass wir ein Handelszentrum bauen. Muss ich bloß gucken, wo es sich befindet. Hier, Handelszentrum. Das Handelszentrum unterhält Verbindungen zu Händlern. Ladidadida, okay. Wo machen wir das hin? Das ist wieder... Könnte man jetzt hier so in die Mitte der Stadt noch machen? Ganz im Ernst, dumm wäre das nicht, das hier reinzumachen. Ja, wir machen es hier rein. Also hier darf das tatsächlich noch hin. Vielleicht kann man eigentlich auch Straßen wieder zerstören? Oder baut man da einfach drüber? Ich habe Fragen, euer Ehren. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus mit der Zeit. Ich stelle echt fest, dass die kleinen Pinguinbabys lange brauchen. Ah, 90 Gold, Buja. Dafür kann ich 90 Straßenstücke kaufen. Wir haben gleich wieder Orca-Probleme, Freunde. Wir haben gleich wieder Orca-Probleme. Jetzt kommst du erstmal hier noch rein. Ich würde sagen, wir bereiten uns auf den jährlichen Orca-Angriff jetzt schon mal vor. Reduzieren deswegen jetzt hier gerade eben nochmal aktiv die Bildung. Ich bin gespannt, ob die Orca-Angriffe schlimmer werden. Ich hoffe es ja nicht. Aber guck mal, die Produktivität von denen ist schon deutlich krasser geworden. Hängt das an der Bildung vielleicht, an der individuellen? Ich muss mir gerade eben mal den Timur mal anschauen. Okay, dem geht's richtig gut, ne? Also der hat keinen Hunger, der ist gesund, der hat maximale Spiritualität, der hat maximalen Spaß, er hat einige Dekorationen hier gesehen, er ist in einem Kühler umgeben. Eventuell, und er hat eine Bildung von 54,2%. Okay, ich glaube, deswegen ist er so. Also das ist einfach einer unserer besten Mitarbeiter derzeit. Leider keiner von euch. Aber ihr könntet er sein. So, okay, also wie gesagt, wir haben uns jetzt hier schon mal vorbereitet für die nächste Attacke. Das Handelszentrum wird jetzt schon gebaut und... Ach, da muss man hier einfach wieder random irgendwie Holz gerade eben produzieren. Na gut, soll mir recht sein. Da wollten gerade eben schon wieder irgendwelche Robben kommen. Oh, sehr gut, die bauen ja wieder. So, das Handelszentrum ist da. Ich kann einfach handeln, ich kann aber nicht kaufen und verkaufen. Was heißt denn jetzt handeln? Kommen jetzt Händler dann zu mir? Das gilt es noch rauszufinden. Da bin ich mal sehr gespannt, was das Spiel daraus noch macht. So, jetzt schickt mir eure blöden Orcas hier vorbei, damit das Elend auch ein Ende hat. Das Schlimme ist, wenn der da hingeht, der Turm wird da nicht hinwirken. Das ist unsere Schwachstelle hier, der Kräutersammler. Aber ich will jetzt nicht nochmal einen solchen Turm errichten. Den hier brauchen wir, glaube ich, auch hier nicht. Ne, den brauchen wir hier nicht. Ich bin es drauf und dran zu sagen, dass wir in der Zwischenzeit einfach noch mehr Unterkünfte errichten. So, die will ich nämlich, also wie gesagt, ich will die Bevölkerung hier rauskriegen. Das ist, gilt es zu erreichen. Oh, wir haben wieder einen Pop frei. Cool.
Dann gucken wir mal, was der jetzt hier machen kann. Also. So aktiv kann ich nichts tun. Wahrscheinlich gibt es Events, nehme ich mal an, die damit einhergehen. So, nur noch ein bisschen Holz. Oh, dann bekomme ich 35 Gold. Wisst ihr, ich bekomme für diese Quest ein Drittel des Goldes, was ich an Zahlung bekomme. Und ich bekomme 15 Eisen. Oh, cool. Sag mal. Oh, der bekommt hier von drei Seiten. Das ist absolut ideal. Der hat aber auch 1000 Hitpoints gehabt. Der hat ein bisschen mehr. Der hatte ein bisschen mehr Hitpoints, Freunde. Holla die Waldfee. Also gut, den hier können wir gleich wieder pausieren. Dann schicken wir dich jetzt hier wieder in die Bildung. Ihr müsst kurz mal die Speere wieder vorbereiten fürs nächste Mal. Das ist mir wichtig, dass wir nicht irgendwie dumm da reinrutschen. In irgendwelche Problemsituationen. Also 14 Speere können sie haben. Ein Speer bitte noch. Zwei hier noch. Und bei dem auch noch. Die müssen, glaube ich, gerade eben noch ein bisschen Schneeblöcke holen. Das ist das Ding. Teilweise holen die echt viele Schneeblöcke, habe ich so das Gefühl. Okay, der ist jetzt auch wieder ready. Ab in die Bildung. Und der ist auch ready. Okay, gut. Da kommt wieder eine Robbe. Ich glaube, ich packe jetzt hier nochmal... Ich erlaube mir, einen weiteren hier reinzupacken. Weil jetzt haben wir immer noch einen übrig, ne? Dann möchte ich als nächstes... wo waren denn nochmal? Genau, hier bei Ressourcen. Also ich möchte jetzt den anderen Schneeblockformer auch noch hier hinbringen. Das wäre jetzt ein bisschen doof mit dieser Position, aber das ist mir jetzt egal. Oder? Ist mir das egal? Es ist halt genau in der Mitte. Das ist halt einfach wieder mal großartig. Gibt es nicht noch irgendetwas Kleines, was ich da reinbasteln kann? Die Konstrukteurshütte? Ja, das würde gehen. Ich könnte die Konstrukteurshütte hier hinstellen. Dann kann ich die hier abreißen. Genau, dann kann ich diese Konstrukteurshütte abreißen. Und die Schatzkammer würde ich dann noch hier hin machen. Yo, und dann kann ich hier hin dann den Schneeblockformer noch setzen. Und dann kann ich nämlich die Straße hier so reinführen und dann sieht das einfach... Na, also wenn wir jetzt schon bauen, dann wollen wir auch... Also umbauen, dann wollen wir auch insgesamt versuchen, schön zu bauen. Ich denke, ihr stimmt mir da überein. Dann muss ich nachher noch sagen, dass das die primäre Schatzkammer ist. Denn momentan ist das hier die primäre Schatzkammer. Quest ist abgeschlossen, cool. Und dann kann ich die andere dann noch abreißen. Oh, 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 da kommen sie, da kommen sie. Die miesen, miesen Robben. It's a robbery. Sie räubern uns aus, sie robben uns. So, oh, oh, das sind diesmal wieder echt viele. Aber es haben nicht viele von ihnen geschafft. Sagen wir, wie es ist. Also das hier können wir jetzt hier mal pausieren. Dann packe ich jetzt hier die vier Stück rein. Das hier ist jetzt die primäre Schatzkammer. Dann... Warte mal, wo war der andere Schneeblockformer? Wo war der andere Schneeblockformer? Ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt hier gerade eben erstmal einiges wieder zerdeppern. So. Ich kann sogar den hier noch zerdeppern, krass. Das hier war der Schneeblockformer. Ich warte mal noch ganz kurz, bis sie diesen einen Schneeblock hier gemacht haben. So, und jetzt schroten wir das hier. Und sorgen dafür, dass die jetzt hier reingehen. So. Dann sollen die nämlich jetzt hier arbeiten. Dann ist das alles hier ein bisschen hübscher. Und dann werde ich auf die Rückseite dann demnächst jetzt hier auch die Baby-Zone noch setzen.
So, jetzt haben wir noch 3 Wohnräume übrig. Wir haben keine Kinderlein mehr. Das Ding wird nicht mehr gebraucht hier. Also jetzt gucke ich erstmal, dass ich jetzt hier die Kinderzone nochmal aufbaue. Ne? Gibt es eigentlich auch für die Kinder was Cooleres? Es gibt später eine Kindervilla, aber das ist offensichtlich eher sowas wie Endgame-Content. Ah, hier kriege ich das nicht hin, weil da... Okay, da ist was im Weg. Aber hier kann ich es hinsetzen. Genau, 2 Kindervillen hier hin. Dann kann ich diese beiden Kindervillen dann ersetzen, die wir jetzt hier haben bis jetzt. Die Vase kann wieder weg. Ist schon nice, dass man alles zurückbekommt. Der Essensstand hier kann weg. Und dann kann ich hier noch Tempel hinbauen. Wisst ihr, auf diese Seite, dann haben die halt auch noch so ein bisschen Effekt. So, wir sollen jetzt die Stadthalle freischalten für 120. Das ist für uns gar kein Problem. Die Stadthalle, dieses Gebäude kann genutzt werden, um Nahrung, Medizin, Material, Gold und vom König zu erbitten. Ja, das kostet dann aber wahrscheinlich wieder. Wir werden es nicht tun. Wir werden das nicht tun. Aber, oh, was, die sind schon fertig? Lol. Das ging schnell. Okay, dann kann das jetzt hier mal weg. Und das hier kann mal weg. Dann sind die nämlich jetzt alle hier drin. Wir werden die Dorfhalle auch noch umsetzen. Diese Konstrukteurshalle kann ich jetzt mal weg. Was ist, wenn ich das jetzt hier lösche? Okay, ich habe mein Gold nicht dadurch verloren. Das war das, was ich wissen wollte. Hier ist noch das kleine Nahrungslager. Hier ist immer noch ein Lagerhaus. Ja, so langsam aber sicher muss ich dann hier über ein paar Dinge nachdenken. Ich denke, wir machen noch ein weiteres Kinderhaus hin. Dann muss ich aber demnächst hier auch mich nochmal um Strom sorgen. Aber den werde ich dann von der Seite aus machen. Hier ist noch die Schule. Die Schule müssen wir auch noch einplanen. So, warte mal. Jetzt, wo wir das hier haben, können wir die Recyclingstation, die Holzrecyclingstation, hierhin planen. Ja. Ja, das möchte ich. Genau, hier die Holzrecyclingstation hin. Dann kann ich die da drüben wieder abreißen. Aber das lassen wir sie erstmal alle für fröhlich bauen, ne? Was ist das hier noch? Der Nachrichtenturm, ja genau. Dieses Ding hier braucht keiner mehr hier. Das ist noch dieses Knuddelzentrum. Was, Gruppenkuscheln? Oh! Okay. Es ist ein Event. Da kommen kurz mal alle zusammen und machen offensichtlich ein... Ach, wie geil. Okay. Okay, und das brachte mir jetzt temporäre Reputation an der Stelle. Ja, okay, das ist nice. Das war nett. Das war nett, Leute. So, was ist, wenn ich jetzt das hier abreiße? Dann ist die Bibliothek nicht mehr funktional. Aber wisst ihr was? Wir werden die Bibliothek auch gleich nochmal neu wieder aufbauen. Wir werden auch das hier gleich nochmal neu wieder aufbauen. Einigen Gebäuden fehlt jetzt hier der Saft. So, jetzt muss erstmal hier nochmal dieses Holzrecycling-Ding gebaut werden. Das geht schnell. Dann kann ich das da drüben wieder abreißen. Wunderbar. Einer da rein. Du da raus. Wir haben jetzt einiges an Pops übrigens übrig, ne? Das ist schon echt heftig. Wir pausieren diese Dinger hier kurz mal. Die werden wir vielleicht sogar noch wieder abreißen in absehbarer Zeit. Die Schule hat jetzt hier keinen Saft mehr. Okay, das heißt, die Schule kommt jetzt hier auch kurz mal weg. Ich bin am Überlegen, ob ich die Schule hier so reinbauen soll. Oder? Das... Ich weiß nicht, ob das... Ich habe eine Idee.
Nee, dafür brauche ich erstmal wieder den Saft. Ach, come on. Okay, wir... Ich bin mir gerade eben nicht sicher, ob es mehr Sinn macht, das Karussell hier noch dazwischen zu stellen. Flup, 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 flup. Das würde denen hier allen halt Saft geben hier. Wir machen das mal. Macht mal da den Saft hin. Das ist wieder so eine blöde Robbe. Die kam nicht lange. Genau, jetzt haben wir hier den Strom. Jetzt kann ich versuchen, die Schule wieder irgendwie zum Laufen zu bringen. Moment. Wo war die? Es müsste irgendetwas sein, das ich jetzt nicht mehr habe. Schule, hier vorne. Ja, ich denke, dass ich die Schule mal hier hin mache. Warum nicht? Die kann mal hier hin. Und nicht nur die Schule, sondern auch... ich bin halt im Überlegen, ob ich das Karussell hier reinmache. Und dann hier stattdessen... hier noch mal ein Kinderhaus hin. Und dann noch mal eine Windturbine. Also ich spiegel jetzt halt einfach mal das System, das ich hier drüben habe, ne? So. Und sobald hier das Kinderhaus gebaut ist und diese Energie, dann kann ich das ja niederreißen, mache ich hier das Karussell hin. Dann bekommt das jetzt hier alles ein bisschen mehr Struktur. So, die Schule ist da. Oh, ich sehe gerade eben, dass nur 6 zur Schule gehen können. Ich brauche sowieso noch eine zweite Schule. Ich brauche eine zweite Schule. Das sehe ich jetzt schon. Weil eine allein reicht nicht mehr. Oh, es nähert sich wieder eine Gruppe von Robben. Dann machen wir uns bereit. Tötet sie alle. Im Idealfall schnell. Ich aktiviere hier auch nochmal vorsichtshalber nochmal vereinzelte Türme hier unten, weil ich habe gerade eben genügend Arbeitskräfte frei. Weil ich ein paar Gebäude zerstört habe. So, jetzt ist das hier getan. Oder wisst ihr was? Ja, also ich lösche jetzt das hier mal gerade eben und mache jetzt hier das Karussell rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Karussell jetzt hier wirklich davon profitiert, also dafür sorgt, dass jetzt hier die Kinderchen... Aber sie haben einfach dann kürzere Wege, wisst ihr? Das ist ja auch schon mal was wert. Wenn sie kürzere Wege haben, ist das auch toll. Ei, ei, ei. Okay, das lief enorm gut dieses Mal. Der hat hier gar nichts verbraucht. Der hat ja gar nichts verbraucht. Ja, die anderen haben verbraucht. In der Zwischenzeit haben sie das Karussell hier fertiggestellt. So, jetzt können wir noch hier Kühler natürlich noch hinbauen, weil die Kinderchen stehen auch so ein bisschen auf Kühlung. Jetzt gucke ich mal gerade eben, wo war der Kühler? Genau, hier ist der einfache Kühler. Na, ihr seht, das erhöht hier direkt sofort wieder die gute Laune. Einmal dahin. Und einmal dahin. Gut, dann baut jetzt ja schon mal den Kühler. Mögen die Kinder auch Vasen? Tatsache, die mögen auch Vasen. Dann mache ich da schon mal eine Vase hin. Und da eine Vase hin. Jetzt bauen wir erstmal wieder. Na, ich will jetzt hier nicht überborden. Es nicht hier eskalieren lassen. Das wäre jetzt hier echt nicht mein Ziel. Aber bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so ressourcentechnisch sind wir gut dabei. Ich will jetzt hier bloß noch mehr mein System hier noch verteidigen. Das wäre mir ganz recht. Okay, wir haben wieder eine erledigt. So, das ist immer dieses epische Knuddelzentrum. Apotheke. Das sind auch Dinge, die wir jetzt gleich noch verschieben müssen. Ich denke, dass... Warte mal, wo war das jetzt hier? Gesundheit. Ich denke, dass wir eine Apotheke vielleicht hier hin
bauen können. Oder einfach hier hin, also so auf die andere Seite. Dann, wisst ihr, so in der Mitte der Stadt haben wir dann so die wichtigen Gebäude. Eher so im Zentrum. Jetzt muss ich so langsam aber sicher mal die Stadthalle bauen. Damit ich mich jetzt hier nicht völlig verliere in meinem Umbau. Wo waren das jetzt hier? Gemeinschaft, genau. Die Stadthalle. Ja, die Stadthalle sollte jetzt halt dann schon irgendwie so halbwegs im Zentrum sein. Ne? Also wisst ihr was? Wir machen jetzt wirklich diesen Turm hier weg. Dann mache ich hier jetzt die Stadthalle hin. Was ist das hier noch? Das Handelszentrum. Das wird wohl demnächst was passieren. Ich mache auch das Transferzentrum mal weg. Und ich brauche noch ein anderes Lagerhaus. Tja. Wir sehen, dass nicht alles so einfach ist. Ich mache hier auf jeden Fall nochmal hier ein Lagerhaus. Nee, warte mal, wisst ihr was? Lagerhäuser will ich eigentlich auch eher zentral sehen. Also hier kommt jetzt erstmal das Lagerhaus hin. Und das wird dann hier unser primäres Lagerhaus. Dann kann ich dieses Lagerhaus hier einreißen. Dann mache ich daneben dann hier wiederum die Stadthalle hin. Dann ist es halt nicht hundertprozentig gleich. Aber wir müssen jetzt halt einfach mal schauen, dass wir das jetzt hier alles sinnvoll wuppen können. So, das hier raus. Jetzt sind alle Sachen hier drin. Perfekt. Lager, nee, nicht Lagerhaus. Gemeinschaft. Stadthalle. Und jetzt machen wir hier die Stadthalle hin. So. Und an der Stelle, sobald das Ding hier gebaut ist, Freunde, das machen wir noch ganz schnell. Das Nahrungslager werden wir hier noch hinmachen. Und die Quest auch noch geschafft. Aber das machen wir alles erst beim nächsten Mal, ne? Meine lieben Freunde, danke für eure Aufmerksamkeit. Aber ihr seht, so langsam aber sicher wird es hier doch, ne? Das kann sich langsam aber sicher hier sehen lassen. Würde ich zumindest behaupten. Und wenn wir da noch Straßen hinmachen, warte mal, kann ich eigentlich hier Sachen auf Straßen bauen? Ja, man kann Sachen auf Straßen bauen. Okay, sehr gut. Das heißt, Straßen sind einfach nur primäre Geldverschwendung. Und damit man schneller laufen kann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.